In diesem Video geht es darum, dass du als Ja-Sager nicht weiterkommen wirst. Viel Spaß dabei! Es gibt mehrere Gründe, warum du als Ja-Sager nicht weiterkommen wirst. Der erste Grund ist, du machst alles für andere. Wo bleibst du dabei? Du sagst Ja zum Chef, du sagst Ja zum Partner, du sagst Ja, 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 Ja. Und hast vielleicht noch Angst, als Egoist zu gelten, wenn du mal Nein sagst. Aber als Ja-Sager machst du das, was die anderen wollen. Lerne einfach mal, Nein zu sagen. Der zweite Grund ist, du weißt nicht mehr, was du willst. Du vergisst, was du wirklich willst, was du gerne tun würdest, weil du immer für die anderen da bist. Das mag im Äußeren vielleicht schön ausschauen, Mutter Teresa-like. Aber es bringt dich nicht weiter und das ist mit Sicherheit nicht das, was dein Leben von dir gerne hätte. Also versuche wieder herauszufinden, was du gerne tun möchtest. Der dritte Grund, warum Ja-Sager nicht weiterkommen, ist, sie missbrauchen dich, da du keine Grenzen setzen kannst. Dadurch, dass du keine Grenzen setzen kannst, wird der andere von dir verlangen und verlangen und verlangen. Und du kommst nicht weiter. Das ist das Problem beim Ja-Sagen. Andere missbrauchen dich dabei, Dinge für sich zu erledigen und du hilfst ihnen und du bleibst auf der Strecke. Der vierte Grund ist, du hast gar keine Zeit, deine Ziele zu verfolgen. Also wenn du ein Ziel erreichen willst, musst du lernen, nein, nicht musst. Musst ist immer so Opferhaltung. Das Wort musst sprechen viele Opfer aus. Also du hast zu lernen, Nein zu sagen. Solange du keine Zeit hast, deine Ziele zu verfolgen, wirst du auch nicht erfolgreich werden können. Das ist das Problem eines Ja-Sagers. Der fünfte Grund ist, du wirst immer damit beschäftigt sein, anderen zu gefallen. Weil du denkst, naja, wenn ich Ja sage und tue, was er mir sagt oder um das, was er mich bittet, dann mag er mich. Nein, das ist nicht so. Sie missbrauchen dich. Es ist nicht so, dass du als Ja-Sager gemocht wirst. Du wirst missbraucht. Das ist ein Opfer. Höre auf, Opfer zu sein. Ganz einfach. Also, du kannst keinem damit gefallen, immer Ja zu sagen. Du bist Opfer, du wirst missbraucht. Als erstes, um zu lernen, Nein sagen zu können, musst du dir darüber klar sein, dass du ein schlechtes Gewissen haben wirst. Wenn du das erste Mal Nein zu jemandem sagst, wirst du ein schlechtes Gewissen bekommen. Das ist normal, denn du hast ja gelernt, über Jahre oder Jahrzehnte Ja zu sagen, das zu tun, was der andere von dir will. Und deswegen wirst du ein schlechtes Gewissen bekommen, weil alles in dir wird sich dagegen wehren, Nein zu sagen. Alles. Und deswegen bekommst du ein schlechtes Gewissen. Wenn du das vorher weißt, ist es nicht mehr so schlimm. Dir muss es einfach klar sein. Je klarer es dir ist, desto einfacher wirst du später Nein sagen können. Dann fange bei einfachen Sachen an, Nein zu sagen. Eine Frage, wo du sagen kannst, ja, könnte Ja sagen oder könnte auch Nein sagen. Sage einfach Nein. Nur, damit du es üben kannst. Üben, üben, üben ist der Trick dabei. Also, wenn du Ja sagen könntest, aber auch Nein sagen könntest, sag generell mal Nein, damit du es übst. Und dann ein ganz wichtiger Punkt, überlege dir, was du wirklich willst, denn dafür darfst du für dich einstehen. Das ist wichtig. Verstehe, wenn du etwas wirklich willst, hast du all das Recht dazu, dafür einzustehen. Und wenn dir das klar ist, wird es dir auch einfacher fallen, Nein zu sagen. Wenn also dein Chef wieder etwas von dir will, wieder eine Überstunde, dein Partner etwas von dir will, wo du genau weißt, nein, das will ich nicht, dann hast du das Recht, Nein sagen zu dürfen. Und dann verwende es. Sage Nein und weiß einfach drum,
Na, jetzt kommt mein schlechtes Gewissen, denn ich bin es nicht gewohnt, Nein zu sagen. Und tu's. Und wenn du das übst, ist es einfacher, später bei größeren Sachen auch mal Nein sagen zu können. Wenn dir das Video gefallen hat, kannst du meinen Kanal abonnieren, drück da auf das Glockensymbol auch, dann bekommst du Benachrichtigung, wenn ich wieder ein anderes Video veröffentlicht habe. Viel Spaß!